präsentiert von Open Learnware, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. So, letzte Runde heute. Wir waren stehen geblieben beim Thema approximierende Algorithmen. Wir haben erste approximierende Algorithmen mal kurz betrachtet. Letztes Mal musste leider kurzfristig ausfallen, weil ich physiologisch absolut unfähig gewesen wäre, letzten Mittwoch eine Vorlesung abzuhalten. Ich bitte um Entschuldigung und bitte mir das nachzusehen. Hat allerdings den Vorteil, dass wir heute punktgenau am Ende der Folien ankommen, sodass es also wenig Sinn macht, noch vorne in den Folien, die wir ausgelassen haben, jetzt noch einzelne Punkte auszuwählen, um noch die letzte Stunde zu füllen, sondern wir kommen heute genau mit dem Ende der Folien hin. Ist doch schön, oder? So wünscht man sich das. So, worum geht es dabei? Es geht dabei zunächst mal um algorithmische Problemstellungen, wie fast die ganze Zeit in dieser Vorlesung, die NP-schwer sind. Das heißt nochmal, was es pragmatisch heißt. Wir haben jetzt hier nie betrachtet, was es theoretisch, mathematisch heißt. Machen wir auch heute nicht. Aber was es pragmatisch heißt, ist, wenn Sie eine algorithmische Problemstellung haben, die NP-schwer ist, zum Beispiel das TSP, zum Beispiel Steiner Baum, zum Beispiel die ganzen Scheduling-Probleme, die wir betrachtet haben und. Fast alle Probleme, die Ihnen jenseits der GDI 2 unterkommen. Bei der GDI 2 passiert Ihnen das nicht, dass Sie NP-schwere Probleme sehen, oder höchstens mal ausnahmsweise. Aber jenseits davon in der freien Welt, in der freien Wildbahn draußen sowieso, sind fast alle Probleme NP-schwer, die Ihnen so entgegenkommen. Was heißt das? Für jeden Algorithmus, den Sie sich auch nur irgendwie ausdenken können, egal wie, egal auf welcher Plattform, auch Quantencomputer-Plattform, egal was, Sie werden Eingaben, Instanzen, Beispiele von moderater Größe finden, konstruieren können, sodass der Algorithmus, den Sie sich hergenommen haben, auf diesen Beispielen länger rechnet, als das Universum uns hier zur Verfügung stellt, wenn die Physiker recht haben. Und zwar nicht nur dieses Universum, sondern auch das nächste und das übernächste und noch ein paar Zehner-Größenordnungen hoch. Also eine sehr unerfreuliche Situation. Aber genau mit dieser Situation haben wir die ganze Zeit in den Optimierungsalgorithmen ja herumgemacht. Wir haben verschiedene algorithmische Ansätze betrachtet, wie man trotzdem heuristisch versuchen kann, wenn man schon keine Garantie hat, dass man in vernünftiger Zeit die optimale Lösung hat, dass man dann also in vernünftiger Zeit wenigstens eine möglichst gute, eine sehr gute Lösung hat, auch wenn man vielleicht nie weiß, wie gut die Lösung am Ende war. So, und hier bei diesem Abschnitt, bei dem letzten Abschnitt der Vorlesung, haben wir es nochmal mit Algorithmen zu tun, algorithmischen Ansätzen zu tun, die so ein bisschen in der Mitte sind. Sie garantieren nicht optimale Lösung mathematisch, aber sie garantieren zumindest eine gewisse Gütegarantie. Wobei diese Gütegarantie, das sehen Sie hier ein Beispiel, jetzt nicht so besonders berauschend ist. Ja, typische Sache ist, dass die Kosten, die Ihre produzierte Lösung hat, höchstens doppelt so hoch ist wie die Kosten der Optimallösung. Ist jetzt nicht so berauschend. Oder dass der Profit, den Ihre mit diesem Algorithmus konstruierte Lösung hat, mindestens halb so hoch ist wie der Profit einer optimalen Lösung. Auch nicht sehr berauschend. Der Punkt dabei ist der, warum das durchaus für die Praxis relevant ist, das ist natürlich eine hochgradig konservative Abschätzung, so ein Faktor. Die Lösungen, da werden wir auch ein Beispiel sehen, gleich bei Steinerbäume, die Lösungen, die man da produziert, man kann durchaus hoffen, dass diese Lösungen sehr, sehr viel besser sind als so ein Faktor 2. Das heißt also, mathematisch kann man etwas beweisen, was aber jetzt nicht gerade berauschend ist. Aber in der Praxis, so wie bei den anderen rein heuristischen Ansätzen, die wir sonst so betrachtet hatten in dieser Vorlesung, kann man gut hoffen, dass da was Ordentliches dabei herauskommt. So. Worum geht es jetzt hier nochmal? Hier waren wir mehr oder weniger stehen geblieben. Nochmal die Problemstellung, um die es dabei geht. Wir wollen ein gewichtsmaximales Matching haben.
Also wir haben gegeben einen gerichteten Graphen. So, der kann ruhig hier irgendwo ein bisschen ausfransen. Naja, gut, so. Ich zeichne den Graph planar, weil man eigentlich immer Graphen planar zeichnet, wenn man sie aus der Hand zeichnet. Das scheint irgendwie so im menschlichen Kopf vorgegeben zu sein. Aber hier hat es auch nochmal die besondere Bewandtnis, dass das Thema Matching, also was ein Matching ist, natürlich deutlicher wird, klarer wird, unzweideutig wird, wenn hier keine Kreuzungen von Kanten in der Zeichnung drin sind. So, was ist ein Matching? Ich fange einfach mal hier an. Ich nehme mir diese Kante her als Teil des Matchings. Vielleicht diese Kante hier. Dann diese Kante. Da macht es Sinn, diese Kante zu nehmen. Hier nehme ich vielleicht die hier. Die. Und wenn ich jetzt die hernehme, dann bin ich am Ende, nicht? Dann kann ich nichts mehr weiter hinzunehmen, wenn ich das richtig sehe. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ein maximales Matching ist, wahrscheinlich schon. Sie haben gesehen, ich habe es so ein bisschen greedy-mäßig konstruiert, aber wir haben ja schon gesehen, das Thema Matching ist Ihnen ja eigentlich bekannt. Wir haben gesehen, dass der Greedy-Algorithmus im Allgemeinen nicht das optimale Matching liefert. Zumal habe ich in dem Beispiel jetzt noch unterschlagen, dass es nicht unbedingt um die Kardinalität des Matchings geht, sondern jede Kante hat noch ein Gewicht. Und was wir wollen, ist das Gewicht dieses Matchings zu maximieren. Das geht natürlich nicht mehr, indem ich jetzt hier einfach ohne Berücksichtigung der Kantengewichte einfach von rechts nach links versuche, was möglichst Großes hinzukriegen. So. Aber wir haben gesehen, der Greedy-Algorithmus wird im Allgemeinen nicht das Optimum liefern für das Problem, hier ein maximal gewichtetes Matching, also Summe der Gewichte der Kanten im Matching maximiert, dafür zu finden. Sie erinnern sich, Greedy-Algorithmus kann nur dann für eine Problemstellung garantiert immer das Optimum finden, wenn die Lösungsmengen Matroidstruktur haben. Und wir haben gesehen, bei den meisten Graphen haben die Matchings keine Matroidstruktur. Das heißt also, man kann immer, wenn es keine Matroidstruktur ist, kann man immer eine Gewichtung definieren, bei der Greedy-Algorithmus nicht das Optimum liefert. Die Aussage dieses Lemmas hier ist, ist zwar schade, dass es nicht das Optimum liefert, aber immerhin etwas, was mindestens halb so schwer ist wie das Optimum. Also immerhin eine Garantie, dass der Greedy-Algorithmus nicht beliebig schlecht sein kann. Ja, also, wenn es diese Garantie nicht gäbe, muss man damit rechnen, dass er vielleicht Faktor 100 oder Faktor 1000 schlechter als das Optimum ist. Aber das ist die Struktur des Matching-Problems ist glücklicherweise so, dass dann immer noch nur Faktor 2, nur in Anführungszeichen Faktor 2 rauskommt. So, wie beweisen wir das? Wir gucken uns den Output des Greedy-Algorithmus an. Das ist dieses M mit Index APP. Ich weiß jetzt nicht, wofür APP steht. Derjenige, der die Folie gebaut hat, weiß das. Der Herr Müller-Hannemann, ich nehme an für Application oder so ähnlich. Anwendung, bitte. Ah, Approximated, danke. Ich brauche noch ein bisschen Koffein. Approximate ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter. So, und dieses vergleichen wir mit einem optimalen Matching. Und was wir am Ende rausbekommen wollen, ist das, was hier unten noch gerade so auf die Folie draufgepasst hat, dass das, was wir rausbekommen haben, dieses M-Up, mindestens halb so gut ist wie M-Opt oder andersrum, dass M-Opt nicht mehr als zweimal so gut ist wie M-Up, was ja identisch ist. So. Wir gucken uns diese beiden jetzt genau an und gucken uns jetzt diese Situation an. An dieser Folie habe ich ein bisschen geknabbert, vor allem an dieser genialen Formulierung, so let us charge the weight of E to an adjacent edge
Und with at least the same weight, da habe ich lange dran überlegt, was könnte damit gemeint sein? Ich will also versuchen, hier Ihnen zu erläutern, was diese Folie meint. Und weil das ein bisschen komplizierter in der Vorbereitung geraten ist, habe ich mir das mal ausnahmsweise selber so ein bisschen zusammengespickt. So. Wenn Sie eine Kante haben, ich halte mich in der Terminologie an die Folie. Wenn Sie eine Kante haben, E aus dem optimalen Matching. Dann kann es auf der linken Seite eine Kante E' geben aus dem APP, maximal eine, denn natürlich kann es keine weitere von diesem Knoten ausgehende Kante geben aus diesem M-Up, was der Greedy-Algorithmus produziert hat. Und Sie können auf der anderen Seite, ich schreibe mal hier ein Fragezeichen dahinter, weil diese Kante kann da sein, muss nicht da sein. E2' Element aus M-Up. Zeichen. Ja, jede dieser beiden Kanten kann da sein, muss aber nicht da sein. So, was wir jetzt wissen, ist aber, das ist jetzt der im Grunde der vierte bzw. fünfte Spiegelstrich. Wir wissen, dass das Gewicht von E' mindestens so groß ist, wie das Gewicht von E, oder dass das Gewicht von E2' mindestens so groß ist wie das Gewicht von E, oder beides. Beides kann auch sein. Woher wissen wir das? Das folgt daraus, dass wir den Greedy-Algorithmus angewandt haben. Hier geht jetzt an dieser Stelle geht jetzt ein, dass dieses M-Up erzeugt worden ist, nicht durch irgendeinen Algorithmus, sondern durch den Greedy-Algorithmus. Ja? Wenn diese Kante mehr Gewicht hätte, Entschuldigung, wenn diese Kante ja schwerer wäre als diese und als diese, sofern überhaupt existent, jeweils, dann hätte der Greedy-Algorithmus weder diese noch diese genommen, sondern er hätte die hier genommen. Hat er aber nicht, sondern er hat diese oder die hier genommen. Wir nehmen uns natürlich eine Kante her, die nicht in beiden drin ist, hatte ich vergessen zu sagen. Ja, Kanten, die in beiden drin sind, machen keinen Unterschied. Kanten, die in beiden Matchings drin sind, die können wir vergessen. So, ist eigentlich egal, die Situation ist völlig symmetrisch, das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, Sie kennen das, nicht aus der Mathematik, OBDA, kennen Sie? Ohne Beweis der Annahme, ohne Beschränkung der Allgemeinheit und so weiter. Nehmen wir einfach mal her, dass WE' größer gleich WE ist. So, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Platz, um das Bild nochmal im Prinzip zu zeichnen. Mit einem etwas anderen Darstellung. Das darf mir nicht da hinten runterfallen, dann bin ich aufgeschmissen. Sie sehen, dass hier so ein kleiner Schacht ist, wo, naja, da ist bestimmt einiges drin. So, jetzt gehen wir wieder dahin. Da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit. So.
Und wir betrachten nochmal diese beiden, also vielleicht alle drei nochmal, alle drei Kanten nochmal. E, E', E2'. Und die beiden hier, die verknüpfen wir miteinander. Also genau gesagt geht der Pfeil von E' nach E. Für jede für jede solche Matching-Kante E' geht der Pfeil dahin. So, was haben wir jetzt? Wir haben verschiedene Kanten. Jetzt brauche ich doch noch mal wieder ein bisschen Platz hier. Wir haben auf der einen Seite Kanten, die ich mal einfach so zeichne, aus M ab, und auf der anderen Seite Kanten aus M opt. So, und diese Verknüpfungen, wichtig ist jetzt, dass jede Kante in M opt maximal mit zwei davon verknüpft ist. Höchstens zwei. Ja? Weil sie können ja nur links eine und rechts eine Kante haben, mehr nicht. So, und damit haben sie eine Korrespondenz, eine 2:1 Korrespondenz hergestellt zwischen den, zwischen diesen Kanten und diesen Kanten hier, und die Kante ist mindestens so groß jeweils, wenn sie eine Verknüpfung haben, das war die Voraussetzung hier, ohne Beschränkung WE' größer gleich WE, wenn sie diese Verknüpfung haben, dann ist das Gewicht der Kante in M ab größer gleich dem Gewicht der Kante in M ob. Das heißt also, Moment, wie rum? Ich muss noch mal ganz kurz. Es hat schon seinen Grund, warum ich mir das so aufnotiert hatte. Genau, Entschuldigung. Es ist genau falsch rum. So rum ist die Logik. Auf der Seite ist M opt und auf der Seite ist M ab. Jede Kante in M opt, jede Kante in M ab, nee, wie rum ist das jetzt? Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, mir das vorher zu überlegen, und bin schon wieder am Hängen. Jede Kante in M ab. Ach so, ja, genau. Für jede Kante in E, so rum geht der jetzt. Für jede Kante in E nehme ich mir diese entsprechende Kante, die nicht selber im Matching, die nur in M-Opt, aber nicht in M-Up drin ist, nehme ich mir diese Kante her, die mindestens genauso großes Gewicht hat und in M-Up drin ist. So rum wird das jetzt was. Und jede Kante M-Up kann auf diese Art und Weise nur zweimal verknüpft worden sein. Einmal links von davon und einmal rechts davon. So, so rum geht das jetzt. Das heißt also, jede Kante M opt ist mit einer Kante in M up verknüpft. Jede Kante in M up höchstens zweimal mit M opt. Geht das jetzt auf? Das heißt, wie geht denn das jetzt? Helfen Sie mir doch mal. Genau, jetzt haben wir die, wir wollen ja zu dieser Korrespondenz hier unten hin. Und die haben wir im Prinzip hier schon, weil hier Verhältnis 2:1 ist. Jede Kante hier entspricht hier eine Kante, genau.
maximal zwei Kanten hiervon jeweils entspricht eine Kante hier. Diese Kante ist größer gleich jeder dieser beiden Kanten. Das heißt, wir haben ein Verhältnis von maximal 2 zu 1. In jeder einzelnen dieser Teilbilder haben wir ein Verhältnis von maximal 2 zu 1 und damit haben wir insgesamt ein Verhältnis von maximal 2 zu 1. Also, ich hoffe, ich konnte Ihnen das jetzt besser nahe bringen, als mir das die Folie selber nahe gebracht hat, mit diesem schönen Formulierung: Let us charge the weight, each edge is charged at most twice. Also ich hoffe, das ist damit jetzt deutlicher geworden. Okay. Nächste Problemstellung, Minimum Vertex Cover, worum geht es hier? Hatten wir kurz angesprochen beim letzten Mal, aber da wir jetzt nicht in Zeitproblemen drin sind, will ich das nochmal kurz ansprechen, was die Problemstellung ist. Sie haben wieder einen ungerichteten Graphen. Es macht wieder Sinn, ja, es macht es Sinn, ihn größer zu zeichnen, aber es macht wieder Sinn, ihn planar zu zeichnen, um den Überblick besser behalten zu können. Keine krummen Kanten. So. Zum Beispiel so könnte das aussehen. So, das reicht mir jetzt. So, was ist ein Vertex Cover? Das ist eine Menge von Knoten, die alle Kanten überdeckt. Also, es erscheint mir erstmal so per Draufsicht plausibel, diesen Knoten herzunehmen. Der überdeckt schon mal diese ganzen Kanten hier. Dann nehme ich mal diesen Knoten her. Der überdeckt dann diese ganzen Kanten hier. Der hier vielleicht. Der hier, jetzt haben wir da oben Kanten nicht überdeckt, nehme ich den hier dazu. Hier, ich glaube, ich habe mich nicht besonders klug angestellt. Jetzt muss ich, nee, den nehme ich nicht, sondern ich nehme den hier dazu und den hier. Wahrscheinlich sind wir schon jetzt weit weg von optimal. Den hier vielleicht. Ich vergesse das mal mit der Optimalität. Ich sorge einfach nur dafür, dass es eine zulässige Lösung wird. Haben wir noch was vergessen? Ja, diese Kante ist noch nicht. Diese Kante auch noch nicht. Dann hier. Haben wir es jetzt? Sind alle Kanten durch Knoten überdeckt? Nee, da unten ist noch ein Problem. Und dann ist hier immer noch eine Kante nicht überdeckt. So. Haben wir es? Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ich sehe jetzt keine Kante mehr, die nicht adjazent ist zu einem Endknoten, den ich jetzt zu einem Quadrat gemacht habe. Da ist noch was. Okay. Gut. Dann haben wir es jetzt hoffentlich endlich. So.
Noch was vergessen? Ah, da ist noch einer, richtig. Also Sie sehen, so ein Vertex-Cover wird schon ziemlich groß, auch wenn man es optimiert. So, wir wollen ein Vertex-Cover haben, was minimale Anzahl Knoten enthält. Das ist wieder ein MP-schweres Problem, wie sich das bei uns in dieser Vorlesung gehört. Wie gehen wir vor? Approximierend. Wir nehmen uns irgendein maximales Matching, gemeint damit ist ein inklusionsmaximales, also dass man nicht mehr weiter vergrößern kann. Also wo man keine weitere Kante mehr hinzunehmen kann. Es muss jetzt nicht ein kardinalitätsmaximales Matching sein, also es muss nicht unbedingt eine maximale Anzahl von Kanten enthalten, was natürlich eine schöne Sache ist, weil wir können dann einfach alle Kanten durchgehen in der Reihenfolge. Wir fangen mit einer leeren Menge an und immer dann, wenn wir eine Kante her betrachten, wenn die Matching-Eigenschaft zerstören würde, weil einer der beiden Endknoten schon mit einer Matching-Kante verbunden ist, dann vergessen wir die und ansonsten fügen wir sie ein. Wir kommen also sehr schnell zu einem solchen maximalen Matching. So, und dann nehmen wir von diesem Matching nehmen wir die Endknoten. Alle Endknoten, das heißt beide von jeder Kante, die im Matching drin ist. Und die Behauptung ist, dass das eine Zwei-Approximation für Vertex-Cover liefert. Warum? Naja, zunächst einmal ist das ein Vertex-Cover, wenn wir das so machen, weil das Matching maximal ist. Wenn es kein Vertex-Cover wäre, wenn es also eine Kante gäbe, die nicht von einem Endknoten einer Matching-Kante überdeckt wäre, dann könnte man diese Kante natürlich zum Matching hernehmen. Widerspruch dazu, dass wir ein maximales Matching gewählt haben. Also ist das, was wir so konstruiert haben, tatsächlich ein Vertex-Cover. Hat natürlich, wir wissen genau die Anzahl der Knoten in diesem speziellen Vertex-Cover, das wir konstruiert haben, nämlich zweimal Anzahl der Matching-Kanten, weil wir ja jeden Endknoten einer Matching-Kante gewählt haben. Reingenommen haben. So, machen uns aber auf der anderen Seite klar, dass ein Vertex-Cover mindestens Anzahl Matching-Kanten viele Knoten haben muss, denn für jede Kante muss ja einer der beiden Endknoten im Vertex-Cover drin sein, also auch für die Matching-Kante. Und es ist nicht möglich, dass ein Knoten zwei Matching-Kanten überdeckt. Weil dann wären diese beiden Matching-Kanten ja Inzidenz zum selben Knoten, Widerspruch zur Definition von Matching. Und damit bekommen wir diese 1 zu 2 Korrespondenz schon hin. Die Größe des Matchings, mindestens so groß muss das Optimum sein. Auf der anderen Seite ist das, was wir konstruiert haben, also hier dieses Approximate, genau zweimal Anzahl der Matchings und wie wir festgestellt haben, muss das Optimum mindestens genauso groß sein wie die Anzahl der Matching-Kanten und damit haben wir es hingekriegt. Also eine einfache Sache. Kommen wir noch zu einem dritten, vielleicht interessanteren Beispiel, Steinerbäume. Sie kennen das Steinerbaumproblem, wir hatten es schon, ich will es nochmal ganz kurz wiederholen. Hier sehen Sie ein einfach strukturiertes, schön übersichtliches Beispiel. Steht natürlich nur stellvertretend für irgendwelche Beispiele, die Millionen Knoten groß sind und nicht mehr so schön übersichtlich planar sind und alles. So, was ist die Problemstellung? Sie haben gegeben einen ungerichteten Graphen mit Kantengewichten. Jede Kante hat ein Gewicht. Und Sie haben noch zusätzlich eine Auswahl von Knoten drin. Das sind hier A, B, C, D in diesem Beispiel. Das sind die Terminale. Also Terminal Set, Menge von Terminalen. Die Menge K besteht aus den Knoten A, B, C, D. Und was Sie wollen, ist jetzt kein spannender Baum, der im Graphen alle Knoten aufspannt, wie Sie es vom Minimum Spanning Tree Problem her kennen, sondern einen Baum in diesem Graphen, der speziell nur die Knoten A, B, C, D aufspannt. Dieser kleine Unterschied, nochmal zur Erinnerung, dieser kleine Unterschied, dass wir nicht minimal spannende Bäume für alle nicht einen minimalen Baum haben wollen im Graphen, der alle Knoten aufspannt, sondern nur eine Auswahl. Dieser kleine Unterschied sorgt dafür, dass die Problemstellung nicht mehr polynomial, nicht mehr effizient lösbar ist, wie Sie es aus der GD2 mit Prim und Kruskal kennengelernt haben, sondern jetzt ist es NP-schwer. Warum ist die Problemstellung aus der GD2 minimal spannende Bäume
leicht lösbar. Haben wir gesehen, Greedy-Algorithmus hat Matroid-Struktur. Hier, wenn Sie weggehen von der Forderung, dass alle Knoten aufgespannt werden sollen, sondern wenn Sie sagen, nur eine gegebene Teilmenge, wie hier so aufgespannt werden, ist da keine Matroid-Struktur mehr. Das heißt also, der Greedy-Algorithmus, Kruskal-Algorithmus wird nicht mehr funktionieren. Und alle anderen funktionieren auch nicht mehr so gut, weil das Problem dann gleich NP schwer geworden ist. So, was machen wir? Wir verdichten die Problemstellung. Also das hier links ist die Ausgangsproblemstellung. Das Einzige, was weggelassen wurde in diesem Bild, sind die Kantengewichte. Sind jetzt auch nicht so, beziehungsweise in diesem Beispiel, das sehen Sie, wenn Sie hier rübergehen, in diesem Beispiel sind die Kantengewichte alle 1. Das heißt also, die Länge eines Weges ist die Anzahl der Kanten in diesem Weg. Nur zur Vereinfachung. Damit ist das Problem immer noch NP schwer, wenn Sie es reduzieren auf Kantengewichte 1. Das ist nicht bei jeder Problemstellung so. Zum Beispiel, wenn Sie es beim TSP alle Kantengewichte 1 nehmen, ist jede Runde optimal. Das heißt, das TSP ist nicht mehr NP schwer, wenn alle Kantengewichte 1 haben. Hier ist es aber so, auch wenn alle Kantengewichte 1 haben, bleibt das Problem immer noch NP schwer. Ärgerlicherweise. Aber was heißt ärgerlicherweise? Ich meine, sonst wären Leute wie ich und vielleicht auch Sie arbeitslos, wenn das alles so einfach wäre. So, was machen wir? Wir verdichten das Ganze, wir gucken uns nur die Terminale an und den vollständigen Graphen darauf. Wie ist der gebildet? Wir nehmen uns jeweils den kürzesten Weg, zum Beispiel von A nach B. Der hier oder der hier hat drei Kanten. Das heißt also, hier in dieser Verdichtung hat die Kante zwischen A und B die Länge 3. Zwischen C und D der kürzeste Weg, so rum oder so rum, hat Länge 2. Das heißt, die Kante zwischen C und D auf der rechten Seite hat Länge 2 und so weiter. Hier vielleicht noch von A nach C die kürzeste Weglänge. Wo ist denn die? Wo geht denn die lang? 1, 2, 3, 4. So. Die kürzeste Weglänge zwischen A und C ist 4 und deshalb hat die Kante von A nach C hier auch Länge 4. Dieser Graph ist übrigens planar, auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht. Er lässt sich durchaus einbetten mit geraden Linien, kreuzungsfrei. Man muss einfach die Knoten ein bisschen anders platzieren. Das ist übrigens, nur mal so am Rande erwähnt, eine generelle Eigenschaft, die man mit der Analysis der komplexen Zahlen beweisen kann. Jeden Graphen, den Sie so mit krummen Kanten, wie hier, in die Ebene einbetten können, kreuzungsfrei, können Sie auch mit geraden Kanten irgendwie anders kreuzungsfrei einbetten. Falls Sie da mehr dazu interessiert über die Hintergründe, müssen Sie in der Mathematikvorlesung über Funktionentheorie, über komplexe Funktionentheorie hören. Nur so am Rande. So. Also ein weißer Kittel wäre wirklich besser für Vorlesungen als schwarze Kleidung. Ansonsten so Rotwein, Spaghetti-Soße oder ähnliches ist schwarz natürlich perfekt. So, was machen wir hier drin? In diesem Graphen berechnen wir jetzt einen minimalen spannenden Baum. Das sage ich jetzt einfach mal, das ist der da mit den roten Kanten. Ist so. Was machen wir mit diesem spannenden Baum? So, hier ist wieder das Bild mit dem spannenden Baum. Das ist der verdichtete Graph. Die drei Kanten sind die Kanten des spannenden Baums, wie wir sie eben auf der Folie hatten. Diese ersetzen wir jetzt wieder, diese Kanten ersetzen wir jetzt wieder durch die ursprünglichen Pfade. Wenn wir das machen, kommt da aber ein bisschen Kraut und Rüben raus. Es kann sein, je nachdem, wie diese Pfade gezogen waren, können da zum Beispiel wenn wir jede Kante wieder durch den entsprechend kürzesten Pfad ersetzen, können da Zügel drin gewesen sein. Die können wir natürlich aufbrechen, weil wir wollen ja einen Steinerbaum haben. Das heißt also, was zügelfreies, nehmen wir die schwerste Kante raus, haben wir was zügelfreies. Und es kann immer noch sein, wenn wir jetzt Kanten rausgenommen haben. Ich mache das mal vielleicht besser an einem Beispiel, damit das klarer wird.
So, versuchen wir mal ein Beispiel dafür zu basteln. Wie könnte sowas aussehen? Naja, zum Beispiel so, Sie haben einen Knoten A, haben einen kürzesten Weg irgendwie durch den Graphen durch zu einem B und einen anderen kürzesten Weg so durch den Graphen durch nach C. Ja, kann ja passieren, nicht? Dass dieser kürzeste Weg so aussieht und dieser kürzeste Weg sieht so aus und die beiden haben noch mal eine Kante gemeinsam. Wenn diese beiden kürzesten Wege jetzt in dieser Lösung drin sind, weil diese beiden entsprechenden Kanten AB und AC in diesem im verdichteten Graphen im Minimum Spanning Tree waren, dann produzieren sie natürlich hier genau dieses Bild, genau einen Zykel. Und was die Folie sagt ist, da nehmen sie erstmal irgendwo die Kante mit größtem Gewicht her und schmeißen die raus. Kein Problem. Jetzt haben Sie aber noch plötzlich hier so frei hängende Enden, die Sie natürlich daran erkennen, dass der Grad eines solchen Knotens 1 ist, genau eine Kante inzident ist. Können Sie sich ja mal mit in jedem Knoten mitzählen, wie viele Kanten inzident sind. Und solange das passiert, solange es der Fall ist, schmeißen Sie schrittweise raus. Und haben dann am Ende tatsächlich einen Baum, eine Baumstruktur nur auf diesen Terminalen. Das ist das, was hier mit diesen beiden Punkt B und Punkt C gemeint ist. Und Sie sehen, was ich vorhin schon mal anfangs gesagt habe, auch wenn die Garantie, zu der wir gleich kommen, nur Faktor 2 ist, ist die Lösung, die hier in diesem Beispiel produziert wurde, doch deutlich besser. Verhältnis 7 zu 6. Was will man mehr? So, und wie ist die Garantie? Erst einmal, was ist die Behauptung? Die Behauptung ist, dass der Algorithmus, wie ich ihn eben skizziert habe, vollständigen Graphen hernehmen, auf den Terminalen mit Kantengewichten gleich kürzeste Wege, also kürzeste Wege allgemein nach den Gewichten, nur im Beispiel waren es ja die Anzahl der Kanten, dann darin einen minimalspannenden Baum nehmen, den übersetzen wieder zurück in die Kanten wieder in Pfade im Ursprungsgraphen zurück übersetzen und unnötige Kanten wie wieder in dieser Zeichnung hinterher rausschmeißen. Das ist der Proposed Algorithm. Die Behauptung ist, dass das ein erstmal konstruiert ist, offensichtlich ein Steiner Baum. Ja. Und die Behauptung ist, dass er höchstens zweimal so lang ist wie der optimale Steiner Baum. Und wie beweisen wir das? Das beweisen wir dadurch, dass wir sagen, dass wir diesen Steiner Baum dass wir diesen Steiner Baum, den wir am Ende konstruiert haben, eigentlich gar nicht weiter betrachten. Was wir betrachten, sind zwei Objekte. Das eine ist, und wir betrachten auch nicht mal den spannenden Baum, den wir konstruiert haben in diesem verdichteten Netzwerk. Selbst den betrachten wir nicht. Was wir betrachten, ist Folgendes. Wir betrachten irgendeinen uns nicht bekannten optimalen Steiner Baum. Und ein Steiner Baum ist planar. Ein Baum ist immer planar. Den können Sie immer in die Ebene einzeichnen. Das ist nicht nur in diesem Beispiel so, sondern das ist immer so. Das heißt, Sie kriegen immer so ein Bild her wie hier. Sie nehmen sich den optimalen Steiner Baum und zeichnen den sozusagen nochmal hier so in die Ebene daneben, wie hier, tragen ab, wie lang die Längen sind dieser einzelnen Wege hier, einmal so rum von A nach B, von B nach C, von C nach D und von D nach A wieder zurück. Und kleinen Moment, jetzt muss ich noch mal überlegen, wie jetzt die Logik ist. Das ist jetzt ein spannender Baum,
Nein, das ist erstmal noch der, Entschuldigung, der Steiner Baum im Graphen. Hier im ursprünglichen Graphen, den habe ich hier nochmal, den haben wir hier nochmal zur Seite gezeichnet und die kürzesten Weglängen nur eingezeichnet, im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn, einmal rundrum. Und wenn ich jetzt als spannenden Baum hernehme, einfach den Pfad von A nach B, von B nach C und von C nach D, dann habe ich jede einzelne Kante auf dem Steiner Baum. Jetzt weiß ich, okay. Ich nehme hier in diesem Beispiel als spannenden Baum im verdichteten Graphen her die Kante von A nach B, B nach C, C nach D. Das ist immer das Prinzip. Ich habe den Baum planar eingebettet und ich gehe einfach mal in Uhrzeigersinn irgendwo starten rum. A nach B ist eine Kante des spannenden Baums, den ich konstruiere, B nach C und C nach D. Und damit habe ich jede einzelne Kante des Steiner Baums höchstens zweimal gezählt. Nämlich zum Beispiel die Kanten hier von diesem Mittelknoten nach B habe ich einmal gezählt in der im kürzesten Weg von A nach B und einmal im Weg von B nach C. Das heißt, dieser spannende Baum im verdichteten Graphen, der aus den Kanten AB, BC und CD besteht, hat höchstens doppelt so viel Gewicht wie der ursprüngliche Steiner Baum, weil ich bei der Konstruktion der Kanten im verdichteten Graphen jede ursprüngliche Kante des Steiner Baums nur maximal zweimal gezählt habe. Etwa hier diese Kanten, einmal kommt sie in die Kante AB und einmal in die Kante BC rein. So, wenn es jetzt also einen spannenden Baum gibt, dessen Gesamt im verdichteten Graphen, dessen Gesamtlänge höchstens zweimal so groß ist wie die Länge des optimalen Steiner Baums im ursprünglichen Graphen, dann heißt es auch, der von uns konstruierte minimale Spannbaum, für den gilt es natürlich erst recht. Ja, wir sind von einer optimalen Lösung des Steiner Baum-Problems ausgegangen, haben daraus einen minimalspannenden Baum konstruiert im verdichteten Graphen. Nein, nicht einen minimalspannenden, haben daraus einen spannenden Baum konstruiert, dessen Gesamtlänge höchstens zweimal so groß ist wie die Gesamtlänge des optimalen Steiner Baums. Und das, was wir hergenommen haben, der minimale Spannenbaum, ist natürlich höchstens besser. Und das, was wir aus dem minimalen Spannbaum dann gemacht haben bei der Transformation, da haben wir ja nur noch Kanten rausgeschmissen. Kann auch nur noch besser werden. In dieser Gesamtkette von Argumentation ergibt sich dann, dass das, was wir gemacht haben als Ergebnis Steiner Baum, höchstens zweimal so großes Gewicht hat wie der optimale Steiner Baum. Ist das irgendwie klar geworden oder soll ich nochmal die Kette wiederholen? Also wenn Sie mit dem Kopf schütteln, heißt das, es ist Ihnen nicht klar geworden oder heißt es, ich soll nicht wiederholen? Bitte? Also, wer möchte, dass ich das nochmal versuche zu rekapitulieren? Gut. Können Sie sich ja dann nochmal zu Hause anhören und anschauen. Gut. Damit haben wir dieses Beispiel. Jetzt kommen wir zum letzten Beispiel. TSP. Sie kennen das. Damit dem TSP hat alles begonnen. Mit dem TSP wird auch alles hier aufhören. Zunächst einmal ein Beispiel dafür, dass es auch negative Resultate zum Thema Approximieren gibt, dass man beweisen kann für manche Problemstellung, dass sie überhaupt nicht gut approximierbar sind. Generell nicht. Und zwar, ich muss hier vielleicht einen kleinen Schlenker machen. Hier steht so was Komisches an, less P equals NP. Ich habe Ihnen die ganze Zeit gesprochen von den NP-schweren Problemen. Ich habe Ihnen immer heute nochmal gesagt, was das pragmatisch heißt. Nämlich, dass es keinen, sagen wir mal so, dass es keinen ordentlichen Algorithmus gibt, der die Problemstellung exakt löst. Da ist eine kleine
mathematische Feinheit drin, die immer mit unless p equals np ausgedrückt wird. Es gibt zwei Mengen von Problemstellungen, wo es polynomial abschätzbare Algorithmen gibt und die, wo es nicht deterministisch zufallsbasierte polynomial abschätzbare Algorithmen gibt. Falls p ungleich np ist, gilt das, was ich gesagt habe, mit den nicht vernünftig lösbaren Problemen uneingeschränkt auch theoretisch. Falls p gleich np ist, gilt es theoretisch nicht mehr, aber pragmatisch ist das, was ich gesagt habe, immer noch richtig. Ja, das nur als kleiner Schlenker nebenbei ist natürlich nicht prüfbar. Also unless p equals np, dieser kleine einführende Halbsatz ist nicht prüfungsrelevant. Ach so, Ihnen ist bewusst, was das englische Wort unless sagt? Kennen Sie unless? Unless heißt falls nicht. Es gibt zwei Wörter dieser Art. Unless im Englischen, falls nicht, und lest, L-E-S-T. Kennen Sie das? Damit nicht. Das finden Sie zum Beispiel in Formulierungen lest we forget, damit wir nicht vergessen. So in pathetischen Situationen. Gut, unless heißt falls nicht. Aber wie gesagt, dieses unless p equals np ist nicht prüfungsrelevant, jedenfalls nicht in dieser Vorlesung hier. So. Dieser Satz sagt, für keinen, also weder für Faktor 2 wie bisher, noch für irgendeinen Faktor, auch nicht für Faktor 1000 oder für eine Million, können wir einen Algorithmus bauen, der wenigstens garantiert, dass die Lösung höchstens eine Million, also mindestens, oder nein, höchstens eine Million mal schlechter ist als die Optimallösung. Wir können keinen Algorithmus bauen, für den wir garantieren können, dass die Lösung höchstens eine Million mal schlechter als die Optimallösung ist. Oder eine Milliarde oder eine Billion, setzen Sie ein, was Sie wollen. Nicht so toll, nicht? Soll ich runtermachen? Licht. Verdunklung. Linksplenum. So. So, wie beweist man das? Durch Widerspruch, nämlich wir nehmen an, es gibt so einen Algorithmus und zeigen, wenn es den gibt, dann können wir ein anderes NP-schweres Problem tatsächlich lösen, was aber nicht geht. Das ist die Logik. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich glaube, man kann sich daran gewöhnen. Wir beweisen, dass es keinen Algorithmus mit der Eigenschaft gibt, weil wir beweisen, dann müsste es auch einen Algorithmus für eine andere Problemstellung geben, die diese Problemstellung exakt löst. Und da diese Problemstellung NP-schwer ist, geht das nicht. So, was ist Hamiltonian Circuit? Das ist fast dasselbe wie TSP. So, das reicht jetzt, oder? Ich bin schon wieder dabei, sämtliche Kreide immer hierher zu bringen, immer wieder zurückbringen. Hamiltonian Circuit ist im Prinzip, Sie haben ungerichteten Graphen, ist in gewisser Weise die ungewichtete Version vom TSP. So. Und Sie stellen sich die Frage, für einen gegebenen ungerichteten Graphen, hat der eine Rundtour überhaupt? Ja, im TSP haben wir immer den vollständigen Graphen und da ist natürlich immer eine Rundtour drin.
Sie können einfach in beliebiger Reihenfolge sämtliche Punkte besuchen. Wenn Sie jetzt einen beliebigen ungerichteten Graphen hernehmen, ist die Frage, ob da wirklich eine Rundtour drin ist oder nicht, erst einmal nicht so ohne weiteres ersichtlich. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel hernehmen, zum Beispiel so. Hier, dieses Beispiel hat offensichtlich keine Rundtour, weil Sie müssten dann zweimal diese Kante hier durchlaufen und diese beiden Knoten. Aber der hier hat offensichtlich eine Rundtour, Sie gehen einfach einmal außen rum. Und die Frage, ob ein gegebener ungerichteter Graph eine solche Rundtour hat, ist einen solchen Hamilton-Kreis, nennt man den, Hamilton Circuit, die ist wieder in Bechwert. Dumm gelaufen. So, also wir nehmen an, es gibt einen Algorithmus fürs TSB, der für irgendeinen gewissen Faktor, egal ob es Faktor 2 ist oder Faktor 2 Millionen oder Faktor 2 Billionen, das ist vollkommen egal, für irgendeinen Faktor k kann der Lösung konstruieren, von denen wir mathematisch beweisen können, dass sie nur um diesen Faktor k schlechter sind als die Optimallösung. So, wir nehmen an, so einen Algorithmus gibt es. Denken Sie sich vielleicht immer Faktor 2. So wie wir das eben hatten, das ist vielleicht am illustrativsten. So, jetzt gucken wir uns dieses Hamilton-Kreisproblem an. Und für so ein Input-Graphen, für ein Hamilton-Kreisproblem, konstruieren wir eine Instanz des TSP mit bestimmten Distanzen. Nämlich, wir haben dieselben Knoten wie dieser Ausgangsgraph und haben bestimmte Kantenlängen, nämlich die Kantenlänge 1, falls diese Kante schon im Ausgangsgraphen drin ist, und beim TSB haben wir einen vollständigen Graphen, falls die Kante jetzt zusätzlich reinkommt, um daraus eine TSB-Instanz zu machen, setzen wir diesen Wert drauf, diesen komisch definierten Wert drauf. Wieso der so aussieht, werden wir gleich sehen, weil es natürlich dann mit der Rechnung genau aufgeht. Ja, also abhängig von diesem K-Faktor, Faktor 2 zum Beispiel, setzen wir die Gewichte entsprechend. So, was passiert jetzt? Wir nehmen an, es gibt so einen Algorithmus A fürs TSP mit deren Faktor von K-Approximation garantiert. Den wenden wir auf diese so konstruierte Instanz des TSP an. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder liefert der Algorithmus eine Tour der Länge n. Was heißt das? Das heißt, dass er nur Kanten aus dem Ursprungsgraphen hat. Eine Rundtour mit Kanten aus dem Ursprungsgraphen. Das heißt, der Ursprungsgraph hat eine Rundtour. Sonst hätte der Algorithmus die ja nicht gefunden. Ja, von den Kantenlängen her, wenn er Länge n findet, müssen alle einzelnen Kanten in der Rundtour Länge 1 gehabt haben. Das heißt, sie müssen alle Kanten müssen im Ursprungsgraph gewesen sein. Dieser Wert hier unten ist natürlich größer als 1. Das heißt also, wenn die Gesamtlänge n ist, kann keine einzige dieser Kanten hier unten, dieser zusätzlichen Kanten, verwendet worden sein. So, ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn er nicht Länge n hat, hat er mindestens eine von den unteren Kanten hier. Das heißt, er kann höchstens n minus 1 mal Kante Länge 1 gehabt haben und muss mindestens einmal diese größere Kantenlänge gehabt haben. Und das finden Sie hier, er muss mindestens n minus 1 mal, also höchstens n minus 1 mal Länge 1 gehabt haben und mindestens einmal diese größere Länge, was Sie so aus dem, wo, so können Sie die Klammer, so, was Sie so vereinfachen können, so k1 plus 1. So, was passiert hier? Also mindestens so hoch heißt, dass das approximierende Ergebnis mindestens k1 plus 1 Länge hat aber höchstens Länge k mal Optimum. Weil, hier geht jetzt ein, Widerspruchsannahme, wir haben einen Algorithmus, der einen Faktor von K-Approximation garantiert. Das geht hier in diese zweite Ungleichung mit ein. Also dort geht sie ein. So, das bedeutet aber, wenn Sie hier die Transitivität hernehmen, bedeutet das zwangsläufig, dass Opt echt größer n sein muss. K n plus 1 kleiner gleich k mal Opt erzwingt, dass Opt größer n ist.
Optimum größer n ist. Wenn Optimum größer n ist, heißt das, es kann keine Lösung geben, keine Rundtur geben, die nur Kanten der Länge 1 hat, weil die optimale Lösung das schon nicht hat und das heißt, es gibt keine Rundtur, es gibt keinen Hamilton-Kreis. Ist vielleicht ein bisschen komische Logik, wenn man daran nicht gewöhnt ist. Was haben wir gemacht? Wir gehen davon aus, wir haben eine Rundtur. Nein, wir haben einen Algorithmus fürs TSP, der eine Approximation um Faktor k, k ist beliebig, aber fest garantiert. Jetzt nehmen wir uns eine Instanz her, einen ungerichteten Graphen, basteln daraus eine Instanz des TSP und kriegen zwei verschiedene Fälle raus. Entweder ist das, was unser angenommener Algorithmus konstruiert, so groß, oder es ist gleich so groß. Und wenn es so groß ist, dann gibt es einen Hamilton-Kreis, eine Rundtur in dem Ursprungsgraphen. Und wenn es stattdessen gleich so groß ist, gibt es den nicht, weil das Optimum auch mindestens größer sein muss. Und das heißt also, aus dem Ergebnis unseres angenommen fiktiven Algorithmus für TSP können wir ablesen, ob es im Ursprungsgraphen einen Hamilton-Kreis gegeben hat oder nicht. Nämlich aus dem Wert, den die Lösung hat, die dieser Algorithmus liefert. Das ist die Logik. Und da dieses Hamilton-Kreis NP schwer ist, kann es keinen Algorithmus geben, bei dem wir das aus den Werten ablesen können. Fürs TSP. Es ist eine etwas gewöhnungsbedürftige, aber eigentlich doch recht interessante Logik, oder? So. Das ist die schlechte Nachricht zum TSP. Die gute Nachricht ist, dass es für das metrische TSP, für den Spezialfall metrisches TSP, doch gute Approximationen gibt, sogar besser als Faktor 2. Worum geht's da? In den allermeisten Anwendungen vom TSP, wenn Sie an geometrische Anwendungen denken, geografische Anwendungen oder ähnliches, haben Sie die Dreiecksungleichung. Ja, Sie haben wenn Sie drei Kanten haben, beliebige drei Kanten, die so ein Dreieck bilden, mit x, y, z, dann ich mache das mal andersrum. So, z und hier ist y. Dann ist die Länge dieser Kante hier nicht größer als die Summe der anderen beiden Kantenlängen. Ihnen ist aus der Mathematik der Begriff Metrik vertraut. Eine Metrik, euklidische Metrik. Ist Ihnen das vertraut? Also das Metriken sind Distanzmaße. Und deren konstituierendes Axiom, deren wichtigstes Axiom, ist die Dreiecksungleichung. Hinzu kommt noch als Axiom, dass es symmetrisch ist, also die Distanz in der einen Richtung ist gleich der Distanz in der anderen Richtung. Und als weiteres Axiom kommt hinzu, dass die Distanz eines Punktes zu sich selber Null ist. Aber das Konstituierende ist die Dreiecksungleichung. Also Normen, Metriken, sowas ist Ihnen noch vertraut aus der Mathematik, oder? Gut. So, selbst in dieser Einschränkung, das brauchen wir jetzt nicht weiter hier zu verfolgen, also dieser Beweis hier unten ist nicht prüfungsrelevant, oder Beweis ist einfach, diese Andeutung, wie man es beweisen kann, ist nicht prüfungsrelevant. Selbst diese Einschränkung auf den Fall, dass die Dreiecksungleichung gilt, im Allgemeinen muss im TSP nicht gelten, weil die Kantenlängen ja beliebig sein können. Aber in der Einschränkung, dass die Kantenlängen die Dreiecksungleichung erfüllen, ist das TSP immer noch NP-schwer. Aber besser approximierbar als der ganz allgemeine Fall. Hier ist die erste einfache Approximationstechnik, die Faktor 2 wieder liefert. Wir werden danach noch eine Faktor 3 halbe, also nur 50% Fehler, dann kennenlernen.
So, wie gehen wir hier vor? Also was hier in diesem, hier kann man das lesen? Step 1, Step 2, können Sie das lesen? Okay. Gut. Was hier hintersteht, ist eine Instanz des TSP, metrisches TSP, gegeben durch die Punkte hier und deren euklidische Distanz. Ja? Das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen uns diese Instanz, diese Eingabe her, diese Menge von 10 Punkten und bauen darauf einen Minimum Spanning Tree, einen minimalspannenden Baum. Der sieht dann in diesem Beispiel so aus. Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich hier ein minimalspannender Baum konstruiert wurde. Es sieht ja sehr stark danach aus. So, erster Schritt, minimalspannenden Baum darauf gebaut. Zweiter Schritt, passiert jetzt nicht allzu viel. Erst einmal eine Verdopplung jeder Kante. Ja, gut. Dritter Schritt ist, das ist hier so eingequetscht, ein Eulerschen Weg. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vertraut ist. Kennen Sie das Königsberger Problem? Also wer das nicht kennt, schaut es einfach mal nach per Google. Königsberger Brückenproblem oder so ähnlich und Leonhard Euler. Damit finden Sie es ganz schnell. Ist jetzt für uns jetzt nicht weiter relevant. Es hat eher historische Bedeutung als jetzt methodische. So, das heißt, ein solcher Weg durchläuft jede einzelne Kante genau einmal. Das hier ist ein Beispiel, wie man jede Kante genau einmal durchlaufen kann und kommt natürlich dann beim Ende wieder raus. Von 1 nach 2, von 2 nach 3, von 3 wieder zurück nach 2, von 2 nach 4, von 4 nach 6, von 6 nach 5 geht es hier lang, von 5 nach 7, von 7 nach 5 zurück, von 5 nach 6 zurück, von 6 nach 8, von 8 nach 10, von 10 nach 9, von 9 nach 10 zurück, nach 8, nach 6, nach 4, nach 2, nach 1. Eine geschlossene Tour. Immer dann, wenn jeder Knoten geraden Grad hat und der Graph zusammenhängend ist, können Sie geschlossen einmal in einer geschlossenen Rundtour einmal durch alle Kanten durchlaufen. Ja, Knoten haben Sie, wie Sie hier sehen, mehrfach durchlaufen. Jede Kante wird aber nur einmal durchlaufen. Ja, Sie kennen das. Vielleicht nur noch mal zur Illustration. Das ist das Haus vom Nikolaus. Ja? Hier habe ich zwei Knoten ungeraden Grades. Ich habe mit einer angefangen und mit dem anderen Knoten geendet. Wenn ich irgendeinen anderen Knoten hergenommen habe, hätte es nicht funktioniert. Aber wenn ich jetzt alle Knoten zu geraden Grad mache, indem ich hier noch die zwei Kanten einfüge, dann kann ich irgendwo anfangen und kann alle Kanten einmal durchgehen und komme am Ende wieder dort raus, wo ich angefangen habe. Diese Tatsache wird hier ausgenutzt, dass wir so einen Durchlauf durch alle Kanten haben, natürlich auch durch alle Knoten, aber durch Knoten, wie gesagt, mehrfach und durch Kanten nur ein, jede Kante nur einmal. So, und jetzt machen wir Abkürzungen hier. Von 1 nach 2 noch keine Abkürzung, von 2 nach 3 auch noch keine Abkürzung. Aber wenn Sie hier von 3 nach über 2 nach 4 gehen, wieder zurück, von 3 nach 2 über 4, dann haben Sie ja den Knoten 2 ein zweites Mal schon jetzt besucht. Da machen wir eine Abkürzung gleich von 3 nach 4. Also statt von 3 über 2 nach 4 im Eulerian Walk gehen wir direkt von 3 nach 4. Streichen das zweite Vorkommen der 2 weg. 4, 6, 5, 7 bleibt so. Jetzt kommt die 5 ein zweites Mal in dem Eulerschen Weg vor. Die 6 war auch schon mal da. Können wir überspringen und können wir einfach rausstreichen, die 5 und 6, und landen gleich bei der 8 hier. Statt über 5 und 6 zurück, von der 7 über 5 und 6 zurück zu 8, springen wir gleich zur 8. Indem wir einfach jedes Vorkommen eines Knotens, der nicht der allererste Vorkommen dieses Knotens ist, einfach rausstreichen. Und genauso von 8 gehen wir weiter nach 10, haben wir noch nie gesehen, noch 9 haben wir ge gesehen, 10 haben wir schon mal gesehen, 8 haben wir schon mal gesehen, 6 haben wir schon mal gesehen, 4 haben wir schon mal gesehen, 2 haben wir schon mal gesehen, also gleich zurück zu 1 von der 9 aus. So, das ist dann eine Tour. Dadurch, dass wir jede. Der Unterschied zwischen so einem Eulerian Walk, wenn Sie sich hier die Knoten Durchlauf angucken, und einer Rundtour, ist einfach der, dass in so einem Eulerian Walk
jeder Knoten mehrfach auftreten kann. Und was wir einfach getan haben ist, jedes Auftreten eines Knoten, wir lassen nur das allererste Auftreten jedes Knotens hier stehen und alle anderen streichen wir raus. Und das ergibt dann damit kommen wir von diesem Bild auf dieses Bild, eine Rundtour. Das ist die Rundtour, die wir so konstruiert haben, offensichtlich nicht optimal. Ja, das kann nicht optimal sein. Sie können sich leicht überlegen, dass in einer optimalen Rundtour keine solchen Kreuzungen vorkommen. Dass in einer optimalen Rundtour keine zwei Kanten sich kreuzen. Mit der Dreiecksungleichung. Überlegen Sie sich das, wenn Sie wollen, zu Hause. So sieht die optimale Tour aus. Und die Frage ist jetzt, wie schlecht sind wir hier gewesen? Dadurch, dass wir das nicht die optimale Tour konstruiert haben, sondern diese Tour über diese vier Schritte. Und die Behauptung ist, dass diese auch hier wieder eine Faktor 2 Approximation rauskommt. Das heißt, dass das, was wir hier linke Hand und das Step 4 konstruiert haben, höchstens doppelt so lang ist wie das Optimum. Und Sie sehen an diesem Beispiel auch wieder, in der Realität, in der Praxis, kann man davon ausgehen, dass das Ergebnis, was man so konstruiert hat, sehr viel besser ist als Faktor 2. So, aber wie beweisen wir jetzt Faktor 2? Zunächst einmal machen wir uns klar, das, was wir hier im ersten Schritt generiert haben, dieser minimale Spannbaum, ist höchstens so lang wie die optimale Rundtour. Warum? Wenn ich mir eine Rundtour hernehme, die optimale, und ich nehme eine Kante raus, dann habe ich einen spannenden Baum. Einen sehr, sehr einfach strukturierten, nämlich der Pfad, nämlich als Pfad strukturiert, aber es ist ein spannender Baum. Und was ich hier konstruiert habe, ist der optimale spannende Baum, der minimale spannende Baum. Wenn ich eine Kante rausnehme und einen spannenden Baum bekomme, kann das nur besser sein als die optimale Rundtour, von der ich gestartet bin. Und der minimale Spannbaum kann natürlich auch nur besser sein. Das heißt, das Gesamtgewicht dieses minimal spannenden Baumes kann höchstens so groß sein wie das Gewicht der optimalen Rundtour. Das steht hier im ersten Spiegelstrich. So, wenn ich jetzt jede Kante verdopple, hier kommt jetzt der Faktor 2 rein. Wenn ich jetzt jede Kante verdopple, also jede Kante zweimal durchlaufe, dann ist die Länge dieses Eulerschen Weges, dann ist die Länge dieses Eulerschen Weges natürlich höchstens zweimal so groß wie die Länge des spannenden Baumes. Ich habe jede Kante des spannenden Baumes verdoppelt und durchlaufe sie jeweils einmal. Jede dieser verdoppelten Kanten. So, also das, was hier in Schritt 2 konstruiert wurde, ist höchstens doppelt so groß wie eine optimale Rundtourlänge. Und wenn ich hier Abkürzungen mache, jetzt an dieser Stelle kommt jetzt hinein, dass es das metrische DSP ist, die Dreiecksungleichung. Wenn ich hier Abkürzungen mache, Dreiecksungleichung, kann ich nur besser werden, nicht schlechter. Das ist die Stelle, bei der es bei einem nicht-metrischen DSP die ganze Argumentation und der ganze Algorithmus schief geht. Aber bei metrischen TSB, Dreiecksungleichung, habe ich von hier, vom Ergebnis von Schritt 3 zum Ergebnis von Schritt 4 nur höchstens eine Verbesserung oder es ist gleich geblieben. Und damit ergibt sich insgesamt, dass das, was wir konstruiert haben, höchstens zweimal so schlecht sein kann wie die optimale Rundtour. Das können wir aber noch toppen. Durch einen der Pioniere der Algorithmik und der Komplexitätstheorie, also NP-Schwer und diese ganzen Sachen, wie ist es mit der Laufzeit von Algorithmen, nämlich Christofides. Der hat das vor nunmehr, wie lange ist es her, fast 40 Jahre entwickelt. Sie wissen ja, in Informatik sind 40 Jahre ja eine Ewigkeit, nicht? Im Gegensatz zu anderen Disziplinen, wie beispielsweise Mathematik, wo 40 Jahre eigentlich gar nichts sind. Im Verhältnis zur Gesamtgeschichte. So, der geht ein kleines bisschen raffinierter vor. Er macht dasselbe zunächst mal wie hier in Schritt 1, einen minimalen spannenden Baum zu konstruieren. Aber alle anderen Schritte hier auf dieser Folie vergessen Sie. Da macht dieser Algorithmus von Christofides was anderes. So, was macht er jetzt hier? Jetzt sollten wir uns einen Punkt klar machen. Die Knoten mit ungeradem Grad hier,
Das ist die 1, die 2, die hat Grad 3, der 3 hat ungeraden Grad, die 7, die 6 und die 9. Ja, wir haben 6 Knoten mit ungeraden Grad. Diese 4 Blätter hier haben Grad 1 und die beiden hier haben Grad 3. Das ist eine gerade Zahl von Knoten und das ist kein Zufall, das ist immer so. Denn jetzt brauchen wir wieder mal ein bisschen Platz. Wenn Sie den Grad, die Anzahl der inzidenten Kanten so bezeichnen, was ist dann die Summe aller Knotengrade? Das ist gerade zweimal die Kantenzahl, weil wenn Sie eine Kante VW haben, dann zählt die einmal in diese Summe hinein, wenn Sie den Grad von V hernehmen, und dieselbe Kante zählt nochmal hinein, wenn Sie den Grad des anderen Endknotens hernehmen. Das heißt also, Sie kriegen insgesamt zweimal diese Kantenzahl. Und das ist eine gerade Zahl. Immer natürlich. Das heißt, die Anzahl der Knotengrade, die ungerade sind, muss gerade sein. Ich hoffe, das lässt sich auseinanderfitteln. Knoten ist dummerweise, heißt es im Deutschen auch noch, der Knotengrad auch noch Grad, also sehr nah bei gerade. Im Englischen wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. The number of no degrees that are odd must be even. Da ist es ein bisschen sprachlich auseinander. Aber wie auch immer, die Anzahl der Knoten, die wir hier, gilt für jeden Graphen, nicht nur für Bäume. Die Anzahl der Knoten, die ungeraden Grad haben, muss gerade sein. So, was wir jetzt machen, ist einen alten Bekannten da reinzusetzen. Wir berechnen ein optimales Matching. Also, wir haben hier in diesem Beispiel, ich nehme dieses Beispiel mal her, um das nochmal zu illustrieren, weil auf den Folien ist das nicht weiter gezeichnet und nichts. Sie haben die Knoten 1, 3, ich male sie mal ein bisschen hier so, 6, 9, irgendwas fehlt doch, die 2. Ist egal, in welcher Reihenfolge. Hier ist irgendwo dann die 2. Und die 7, das sind die 6 Knoten mit ungeradem Grad in diesem Beispiel. Und die vernetzen sie allesamt miteinander. Das wird jetzt ein bisschen schwierig für mich zu zeichnen. So fängt es erstmal an. So, was fehlt? Es fehlen jetzt die Kanten hier. Also ich will den vollständigen Graphen haben. Das kann ich jetzt nur noch andeuten. Das klappt alles nicht mehr zum Zeichnen. Doch, ich glaube, es klappt fast. So,
Ich glaube, ich habe damit tatsächlich vollständigen Graphen gezeichnet, oder? Halt, 1, 2, 3, 4. Stimmt nicht. Doch, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tatsache. Der vollständige Graph auf 6 Knoten. Und auf dem baue ich jetzt ein minimales perfektes Matching auf. Das heißt also, drei Kanten in diesem Fall, die ein Matching bilden und minimales Gewicht haben. Wie man sowas macht, haben wir alles gesehen. Nämlich, Sie erinnern sich an die augmentierende Pfadsache ziemlich zu Anfang der Veranstaltung. Wenn Sie sich jetzt nicht daran erinnern, zur Prüfungsvorbereitung werden Sie sich wieder daran erinnern. So, und was machen wir jetzt? So, wir haben zuerst einen minimalen spannenden Baum T gefunden, konstruiert. Dann gucken wir uns die Knoten an, die ungeraden Grat haben. Das sind jetzt in dem Beispiel eben genau die gewesen. Ein perfektes Matching von minimalem Gewicht. Perfekt heißt, dass sämtliche Knoten gematcht sind. Das geht natürlich im vollständigen Graphen immer. In allgemein geht es in Graphen nicht. So, jetzt haben wir dieses minimale Matching gefunden und jetzt fügen wir diese Matching-Kanten hier an. Das will ich versuchen auch wieder zeichnerisch zu bewerkstelligen. Ich nehme mir diesen spannenden Baum nochmal her. So. Und die Knoten, um die es geht, sind der da, der da, der da, der da. Der da und der da. Und ich weiß jetzt nicht, wie das minimale Matching sieht. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass dass diese Kante drin ist. Wie sieht denn das jetzt hier optimal aus? Wahrscheinlich so ungefähr in der Form, dass eine der Diagonalen drin ist und dass hier die beiden miteinander verbunden sind. So, ja, so könnte, wenn die geometrischen Distanzen, die euklidischen Distanzen hier die Kantenlängen sind, erscheint es mir jetzt plausibel, dass das wahrscheinlich das optimale Matching ist von diesen sechs Kanten. So, jetzt haben wir wieder dieselbe Situation wie vorher. Wie hier, wo wir auf primitive Art und Weise diese Situation erreicht haben durch Verdopplung jeder Kante. Wir haben wieder dieselbe Situation, dass alle Knoten gerade jetzt gerade geworden sind. Denn bei jeder einzelnen Knoten, der ungeraden Grat hatte, haben wir jetzt eine Kante hinzugefügt. Und jetzt können wir dasselbe machen wie hier auf der Folie, nämlich einen Eulerschen Walk hier irgendwie durchzugehen. Zum Beispiel, ich zeichne jetzt doch mal die Nummern ein. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9. Zum Beispiel könnte euer Schawok jetzt aussehen: 1, 2, 3, wieder zurück zu 2, zur 4, zur 6 und jetzt einmal so rum: 8, 10, 9,
sieben, fünf, sechs, eins. Ja, da bin ich einmal so im Uhrzeigersinn um das Ganze rumgegangen. Und jetzt kann ich wieder selber machen, wie oben bei der einfachen Heuristik, also bei der einfachen Approximationsalgorithmus, sollte ich genau sagen. Die 2 kommt ein zweites Mal vor hier, schmeißen wir raus. Die 4, halt, die 3 fehlt. Die 3, die 4, die 6 ist, kommt zum ersten Mal vor, 8, 10, 9, 7, 5, die 6 kommt ein zweites Mal vor, die 1. Das heißt also, die Rundtour, die wir dann konstruieren, ist von 1 nach 2, nach 3, nach 4, nach 6, 8, 10, 9, 7, 5 und direkter Sprung zu 1. Also genau einmal sozusagen hier rum im Uhrzeigersinn, wenn man so will. So, das ist der andere, der Algorithmus von Christofides, also sehr ähnlich, nur das sehr ähnlich wie dieser Algorithmus, den wir eben vorher betrachtet hatten, nur mit dem Unterschied, dass hier die ganzen die Herstellung der Situation, dass wir einen Eulerschen Weg haben, dass wir also gerade gerade Knoten gerade überall haben, dass die auf andere Art und Weise bewerkstelligt wurde. Warum ist das jetzt, warum liefert das jetzt was Besseres? Eine 3,5 Approximation, das heißt, das Ergebnis ist höchstens, die Länge der so konstruierten Rundtour ist höchstens 3,5, die Länge der optimalen Rundtour. Gut, also zunächst einmal die Tour, wieder dieselbe Argumentation, hier geht rein, dass es das metrische TSP ist. Von hier nach hier, die Abkürzung zu nehmen, kann ich mich nur verbessert haben, dank der Dreiecksungleichung. So, wir haben schon festgestellt, dass der spannende Baum, den wir am Anfang konstruiert haben, dass der höchstens so groß sein kann wie die optimale Tourlänge. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt nur noch beweisen, nur noch in Anführungszeichen, dass die Größe des Matchings, diese drei Kanten, die wir hier reingesetzt haben, dass diese Größe, dass das Gesamtgewicht dieses Matchings höchstens ein halb so groß wie das Optimum ist, wie die optimale Rundtour. Wie beweisen wir das? Wir nehmen uns die optimale Rundtour her, T-Opt. Wir wissen nicht, wie sie aussieht. Wir nehmen sie uns trotzdem her. Und gucken uns die Knoten an, über die wir, diese 6 Knoten, über die wir die ganze Zeit geredet haben, in der Reihenfolge, in der sie auf dieser Rundtour erscheinen. Ja? Das hat mit den Reihenfolgen hier in dem Bild überhaupt nichts zu tun. Wir wissen nicht, wie die optimale Rundtour aussieht, aber in der Reihenfolge, das heißt, wir wissen es doch, da hatten wir es ja, in der optimalen Tour. Wir gucken uns diese Knoten an, die 1, die 2, die 3, die 7, die 6, die 9, in der Reihenfolge, in der sie auf der Rundtour hier auftreten, also 1, 2, 3, 6, 9, 7. Damit ist W1 bis W2k bezeichnet, ist eine gerade Anzahl, deshalb können wir 2k schreiben als Index. Und wir gucken uns diese zwei Matchings an. Einerseits das 1 mit 2, der erste mit dem zweiten, dritte mit dem vierten und so weiter gematcht wird. Und zum anderen, dass der zweite mit dem dritten, der vierte mit dem fünften und so weiter gematcht wird. Ja, wir gucken uns diese, das sind zwei verschiedene perfekte Matchings für diese Knoten. So. Das Optimum, jetzt wieder die Dreiecksungleichung, das sind zwei Abkürzungen. Vielleicht mache ich es doch besser nochmal am Beispiel hier an der optimalen Tour. Das wird sonst zu unübersichtlich, wenn ich das nicht zeichne.
So, wir haben einerseits die Matching-Kanten 1, 2, 3, 6 und 9, 7. Das ist das eine Matching, was wir uns angucken. Auf der optimalen Rundtour die Knoten ungeraden Grades aus dem spannenden Baum in dieser Reihenfolge. Und wir haben natürlich stattdessen die andere Reihenfolge auch. 2, 3. Nee, halt eben nicht mehr der, sondern 6, 9. Und 7, 1. Ja, diese beiden Matchings betrachten wir hier. Jedes von den beiden kürzt hier irgendwas von der Rundtour ab. Ja, dazwischen sind ja noch andere Knoten der Rundtour. Und hier wird auch irgendwas abgekürzt von der Rundtour. Hier wird die eine Hälfte in Anführungszeichen, der eine Teil der Rundtour durch drei Kanten abgekürzt. Und hier wird der verbleibende Teil der Rundtour durch drei andere Kanten abgekürzt. Ja? Das heißt, die Summe dieser beiden Matchings, dieser beiden Matching-Gewichte, die drei Kantengewichte plus die drei Kantengewichte, sind wegen der Dreiecksungleichung wieder die Summe von beiden, alle sechs Kanten zusammengenommen, sind wegen der Dreiecksungleichung höchstens so groß, so lang wie die Rundtour. Denn jeder Teil der Rundtour wird von einer Kante entweder hier in dem Matching oder von einer Kante hier in dem Matching abgekürzt. Das führt zu der Ungleichung, die Sie hier sehen. Das Optimum kann nicht besser sein als das Gewicht des einen Matchings links und das Gewicht des anderen Matchings rechts. Weil diese beiden Matchings zusammen, jeder Teil der Rundtour, also wir haben sechs Teile der Rundtouren, die ich so gekrisselt gezeichnet habe, aus denen diese Rundtour besteht. Und jeder dieser sechs Teile wird durch eine dieser Kanten abgekürzt. Dreiecksungleichung bedeutet, dass diese Ungleichung gilt. So, M, was wir konstruiert haben, ist aber ein minimales perfektes Matching. Das heißt also, sowohl dieses M1 hat größer Gleichgewicht M, als auch M2 hat größer Gleichgewicht M. Das heißt, die Summe von M1 und M2 sind mindestens so groß wie zweimal das Gewicht des Matchings. Oder andersrum gesagt, da ja die Summe aus den Gewichten von M1 und M2 höchstens so groß ist wie das Optimum wiederum, Spiegelstrich davor, ist das Optimum mindestens so groß wie zweimal das Gewicht dieses Matchings. Oder das, was wir hier zu zeigen hatten, das Gewicht des Matchings ist höchstens so groß wie die Hälfte des Optimums. Und damit ergibt sich insgesamt eine dreihalbe Approximation. So, an dieser Stelle sind wir auch mit der Zeit fertig. Und mit den Folien passt ja wunderbar. Das ist eine Ausblicksfolie, die über diese Vorlesung hinausgeht. Ist selbstverständlich nicht prüfungsrelevant. Wollen wir jetzt vielleicht auch gar nicht mehr weiter betrachten. Gucken Sie sich das an, wenn Sie wollen. Aber führt dann in eine Richtung, die theoretisch ganz spannend interessant ist, aber dann irgendwann doch ihren praktischen Bezug ganz verliert. Insofern entspricht das, was hier angedeutet wird, auch nicht mehr der Philosophie dieser Vorlesung. Und deshalb können wir diese Folie hier gerne auslassen. Das ist auch die letzte Folie dieser ganzen Vorlesungsreihe. Passt doch wunderbar mit der Zeit. Dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Treue, die Sie mir gehalten haben durch diese finstere Jahreszeit hinweg. Ich hatte das ja schon mehrfach gesagt. Jeder, der gerne Prüfung machen möchte, da erwarte ich ein Gespräch über die praktische Aufgabe zuerst, ein individuelles Gespräch. Wenn Sie lieber zu zweit oder zu dritt kommen wollen, ist mir das natürlich auch recht, spare ich mir Zeit. Aber wenn Sie lieber allein kommen wollen, ist mir das natürlich auch recht. Und dann machen wir eine Prüfung, eine mündliche Prüfung, und beide Termine werden wir ganz im gegenseitigen Einvernehmen bilateral ausmachen. So dass der Termin Ihnen passt und so dass der Termin mir passt. Und ob das jetzt ziemlich bald
nach dieser Veranstaltung, nach dem Ende der Vorlesungszeit ist oder erst gegen Beginn der nächsten Vorlesungszeit oder ich weiß nicht was. Ich habe jetzt immer noch mal Interessenten für Prüfungen aus der algorithmischen Modellierung aus dem letzten Sommersemester. Ist mir egal, wie Sie sich das einteilen wollen. Sollte rechtzeitig sein, bevor ich in die Pensionierung gehe, aber bis dahin ist ja hoffentlich noch ein, bis dahin sind Sie hoffentlich auch so weit. Prinzipiell, außer wenn ich natürlich da jetzt gerade nicht da bin. Also so im Großen und Ganzen müsste ich eigentlich immer so weit da sein. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, 2. Aprilwoche, aber müsste eigentlich gut funktionieren. Kommen Sie bitte so, sagen wir mal, 3 Wochen vor Ihrem Wunschtermin auf mich zu. Dann wird sich sicherlich noch genug Platz in meinem Terminkalender finden lassen, dass wir da einen beiderseits angenehmen Termin finden werden. Würde ich dezidiert vorschlagen. Also es macht keinen Sinn, einen Beratungs-Besprechungstermin und einen Prüfungstermin irgendwie zusammenzunehmen. Ja, okay, es kann auch aus dem, wenn Sie unbedingt wollen, kann es auch am selben Tag sein, unmittelbar nacheinander, wenn Sie da unbedingt vergnügungssüchtig sind. Gut, dann bleibt mir nur, mich bei Ihnen zu bedanken. Bitte um Entschuldigung, dass es die Folien, dass die Videos immer etwas hinterherhinken. Das ist jetzt das letzte Video, das aufgenommen wird. Und ich hoffe mal sehr, dass die jetzt relativ bald dann alle im Internet hängen und nicht nur die ersten paar. Jetzt gucken wir mal, was mit dieser Hintergrundprozess ist auch fertig. Prima, dann können wir hier an dieser Stelle 2 Minuten überzogen, können wir hier an dieser Stelle abbrechen und vielen Dank.